Ach ja, was gibt es Schöneres, als endlich nach fast 80 Parts schon nach Hause zu kommen? Naja, ich glaube mal, für Welwe gibt es durchaus was Schöneres, als ständig der anderen zu werden. Was ihr Schwager ihr angetan hat, oder vor allem ihrem Bruder angetan hat, wa? Do you think there will be ruins at this Earth Pulse point too? If you're expecting something like the undersea or underground temples we saw before, you might be setting yourself up for a disappointment. Have you been there before? No. But if there's any such kind of grand structure here, it wasn't recorded in the Abbey's archives. Eastgand has long been a frontier, and civilization here was never really developed. Plus, the land to the east is said to be unstable, making it hard to build anything too large there. Even if a temple had been built there, the shifting earth would likely have swallowed it without a trace. The worship of Innominat may be widespread now, but just a few years ago, Empyrean faith was all but dead. Right. Still, if you actually searched for the ruins, I bet you could come up with something incredible. We've seen underwater and underground temples, so why not a temple in the sky? A temple in the sky? It's a romantic thought, and the ancients were certainly advanced, but. Flying temples are a bit far-fetched, eh? Hey, that's the beauty of magic. Anything could happen. A flying temple, a beautiful woman being sawed in half. The border between dream and reality is as fine as a frog's hair. Maybe you just spend too much time daydreaming. Maybe. Keine Ahnung, was man halten soll. Ja, ein Himmelstempel, wieso nicht, wa? Noch nicht das Spezial, na gut. Setze das Segel! Bin mal gespannt, ob wir noch ein paar Stachelschweine finden, die sowieso total schwach sind und so. Zumindest gibt es ein paar Monster, ja. Ah, warte mal. Der Morgenwald. Stimmt, ich kann. Ich glaube, ich erinnere mich wieder, war? Damals konnten wir ja, also sprich in den ersten 4, 5 Folgen vom Let's Play, wo wir eben noch hier in Abal waren, konnten wir zwar hier raus, aber hier weiter, sprich, wir waren im östlichen Morgana, aber im westlichen konnten wir nicht rein, oder? So war es doch ungefähr. Yes, so. Ja, da gibt es noch langsam sicher einen Sinn. Servus. Mal gucken, der Klingenschnabel, war? Schwäche Feuer. Neben! Du bist doch ein blöder Vogel! Out of my way! Out of my way! Weird Bird! Ja, komm schon! Aber cool Windhoof sind wir drauf! Und tschüss! Ja, manchmal kann es eben so schnell gehen, Freunde. Und auch Aeson kommt mit. Sehr schön. Sonst haben wir auch nicht gerade viel los hier. Aber wir kommen langsam sicher zu Level 40. Das können wir doch sehr, sehr gut. Und das ist im Prinzip mein Ziellevel von wegen 60, wegen Naturius und so Endfight. Gar nicht mehr so weit entfernt. War mit 40. Gut, ja. Erst 2/3, klar, aber trotzdem. Die habe ich gar nicht vermisst. Da ist doch was. Ja, Fragezeichen und so, aber da unten ist irgendetwas. Kann es sagen, Himmel und so, dass ich nachher weiter springen kann? Sind da schon diese Symbole hier? Ja, was soll ich sagen, Symbole, so grünlich und so, sieht schon eher nach Wind aus. Und es würde eigentlich auch passen, weil diese Fähigkeit fehlt uns immer noch, die muss irgendwann mal kommen. Könnte natürlich sein, dass ich irgendwie durch eine Sidequest bekommen muss. So ähnlich wie es in Zestire noch mit den Dingern war, mit den Silber- und Goldschlüsseln, für die jeweiligen Truhen halt. Zyklopen, schwächer Feuer, bringen wir hin.
Ich werde euch niemals verzeihen, weil ihr so scheiße seid. Aua. Seht ihr? Es ist schon wieder scheiße. Wo ist der Punkt? Hallo? Ah! Voll hinter mir. Naja, eigentlich sahen sie noch cool aus, aber wie man sieht, haben die Leute auch nicht viel auf dem Kasten. Schade irgendwie. Ein paar Glückspunkte. Was für ein der hier? Bäbä. Servus. Die Geräusche immer. So, wir sind gleich da, Freunde. Wie gerade waren wir damals schon hier? Nee, ich glaube noch nicht, wa? Wir waren zwar irgendwo. Hat sie nix? Ja, toll. Nee, da ein bisschen mehr hätte es. Naja, es war doch damals hier. Also, wir nehmen nur westlichen. So. Da wir langsam zum östlichen Teil kommen. Irgendwie auch nichts Interessantes. Wie sieht's da aus? Oder wie gewohnt? Bisschen langweilig, wa? Ja, nein, schön Ruhe lassen. Ich habe einen Truhenbonus, ich darf nichts tun. Apropos Truhenbonus, wenn wir schon bei Truhen plündern sind, die Quarzpuppe beschissen. Wo ich zugeben muss, mir fehlt irgendwie ein Verteidiger in der Gruppe, wa? Mein Lauf ist sehr klar, ist der Healer, Velvet, ja, Allrounder-mäßig halt. Magie, eher nur physischer Angriff. Ace no Kuro, wa? Die sind eigentlich eher physisch plus artmäßig, also Art Erde, Wind. Hier eher Feuer, Wasser. Kriegsartmäßig, eigentlich auch eher Kriegsarte. Ich hätte einfach einen von beiden eher ein bisschen verteidigungsmäßig ausrichten müssen. Eleanor verteidigungsmäßig? Einmal so eine schlechte Idee eigentlich. Eleanor Hume. Was? Eleanor Hume heißt sie? Okay. Ja, wieso auch nicht? Ja, das dauert und dauert. Was? Ist das jetzt zwei Ausgänge? Ah, eine Kiste. Lass mich in Ruhe. Ich bin in der Truhe. Hier können wir nichts tun. So, ein Quarzball statt dem Mars. Nee. Er braucht seine speziellen Arten Angriffskräfte. Ich kann hier speichern. Das ist nie ein gutes Zeichen. Speicherpunkte sind böse. Merkt ihr das, Freunde? Böse, böse. That voice. Könnte es. Das könnte. Jo, ich würde sagen, ist ein Furion, wa? Alter, Xeno, Gottesanbeter, Kuss zum Flügel, Furion, Level 46! Ist klar, Alter! Schwäche Feuer, Widerstand, scheiße, da kann ich Resen wieder rauspacken. Schon wieder Goku rein. Wie kann sie noch hier sein, verdammte Zwei? Ach, vier Esser, hätte sie ja eigentlich, wa? Ah, nicht die 4 voll. Ist gar nicht nötig. So, wenn wir mal. Warte mal, was war das gerade? Ah, ja, genau, Feuer. Ja, irgendwie haben die anderen Kommunikationsprobleme, wie es aussieht.
Ich wollte gerade sagen, Lauf ist ja vielleicht nicht unbedingt der beste Zeitpunkt für so etwas. So, erstmal mit dem Angriff hier. Zum Beispiel so, oh, hält der viel aus, ey, leck mich am Arsch. Es wird richtig lustig hier. Lavish hat aber keinen Bock zum Angreifen. Was? Nur gerade, warum geht's eigentlich nicht, wa? Dann kommen wir von 800 und verbraucht 4 S, aber sie hat 4 S. Ich verstehe das nicht ganz. Wieso kann ich den einsetzen mit 3 S, aber die anderen nicht? Die sind gerade relativ wenig Sinn, wa? Also muss echt mal die Charaktere switchen und dann versuchen. So, fehlt nur noch, Lafisette wollte ich gerade sagen, fehlt nur noch sie, ja komm. Ganz sicher nicht normal, kann man vergessen, Alter. Oh ja, schön Defense durchbrochen, au, 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 ich meine Defense. Ja, komm nur, hier bin ich, hier bin ich. Eigentlich ein bisschen enttäuschend, der Gegner, wenn ich ehrlich sein soll. It's a pretty moon. Luffy, mach nicht so... Mach nicht so eine Scheiße. Aua! Was macht der denn für eine Scheiße da? Nein, ist er. Lafi, du sollst in den direkten Angriff gehen. Was machst du da, Alter? Wir sind nicht im Angriffsmodus. Aber Angriffsmodus. Haltgang, Müdigkeit. Ey, ich würde ausweichen, Leute. Ey, ich sag's extra noch. Weich doch aus, aber die hören mich natürlich nicht. Du wirst denen nichts antun. Aber sehr gut, Freunde. Und du bist jetzt im Arsch. Oder auch nicht. Aber jetzt. Hui. Das war aber... richtig krass. I can't believe it. Is it really you? Velvet? What is this? How are you alive? I could ask you the same question. Where have you been this whole time? You just up and disappeared. Everyone thinks that you were eaten by a demon.
But I knew it couldn't be true. You're too strong to let some crummy demon take you down. You're alive. Oh. Sorry, I didn't mean to embarrass you in front of your friends. I have to let everyone know the good news. You finally come back to us. Nico's alive. She's alive. Don't let your guard down. I've got a bad feeling about this. Well, naturally, we've got a Reaper with us. Let's head for a ball. We can ask everyone there exactly what happened. Yeah. Ja, natürlich auch interessant. Trotzdem, ich frage mich gerade, war es das ein Vieh oder war das keine? Ich meine, er war relativ stark. Are you sure that the other villagers died that day? Well, it's not like I had time to check. Das stimmt natürlich, obwohl eben, sie hat, soweit ich mich erinnere, sie hat doch einige verschlungen. Aber vielleicht, weiß doch auch nicht, das ist ein bisschen crazy hier. Bisschen mehr Fokus kann ich schaden, aber dafür weniger. Ja, ich versuch's mal mit der Quarzklinge. Ich meine, natürlich 5S reicht ja eigentlich auch, aber trotzdem, muss ich mal ein bisschen gucken. Wenn wir schon beim Thema gucken sind. An der Verteidigung, ein bisschen mehr können wir gebrauchen. Eine Kriegsarte. Ah, da sind eigentlich wirklich nur wir, die es ein bisschen benötigen. Ich nur hat schon verdammt viele. Gib mal Ace ein bisschen mehr. Ah, zwei. Okay. Roter Salba, ich mag es einen KP erhöhen. Wir haben alle schon relativ viele KP. Dafür natürlich noch am wenigsten. Ja. Fokus. Das ist eine gute Frage, wäre es der richtige? Ich kann eigentlich nur einen Eingang. Ja, der ist irgendwie ein bisschen anders. Sieht nach Ball um. Die Frage ist, ist es der Weg? Warte mal, da kann man sogar nicht durch, wa? Muss ich da wieder. Muss ich hier eventuell fliegen können? Sprich, bekomme ich nochmal die Fähigkeit? Hör auf, ey. Ja, muss es sein, ich muss hier fliegen können, ich komme nicht drüber. Und da ist irgendwie ein Tempel oder so etwas da drüben, also, ja. Ich glaube, es ist einmal der Zeitpunkt gekommen, wenn wir die letzte Fähigkeit kriegen. Ich glaube zumindest, war, weil Erde, ja. Sprich im Prinzip die Erde-Fähigkeit, wenn du so willst. Insistieren auf den Ätna geerbt, ja, hier einfach zack, booms, kaputt treten. Geht natürlich auch. Feuer machen können wir auch, damit Wasser, war, glaube ich, gab es die schon? Ich glaube, Wasser gab es so gar nie, wa? Feuer und Erde, Tricks haben wir drauf, was ist das, glaube ich, nicht? Das ist echt eher. Ich finde sowas wie Windschritt, wa? Wird das wohl sein? Mal gucken. Warum nicht jetzt? Ah, jetzt kommen wir darüber. Wow. Ist echt gerade alles ein bisschen verwirrend. Und hier ist einfach mal nichts. Warum? Lass mal zurück. Oh, komm, nee. Du. Unten ist somit auch klar, wo es dahin geht.
Würde mich aber trotzdem noch interessieren. Könnte ich übrigens einen Abhang, wäre ich schon da. Aber wann kriege ich die Fähigkeit? Brauche ich die hier wirklich? Weil jetzt kann man hier auch wieder lang. Ja? Versteht ihr? Also, ich habe schon langsam das Gefühl und befürchte, dass ich diese Fähigkeit vielleicht erst durch gewisse Sidequests kriege. Und vermutlich, wenn er schon ein bisschen fleißig gewesen wäre, schon längstens hätte bekommen können. Das ist gerade so irgendwie mein Gedanke dahinter. So, machen wir hier auch. Ja, der Rest dürfte klar sein. Warte, geht natürlich ins Dorf rein. Wie könnte es auch anders sein? Aber sonst relativ friedlich hier. Wobei, wegen Dämonenangriffen, so, oh, gekommen Dämonenangriffe. Was gerade mit Nico passiert? Wer war einer draufgegangen zum Dämonenangriff? Also, weiß ja auch nichts. So, willst du viel? Spiel mit Priel. Na, scheiße. This can't be. After what I did, when he killed Luffy. Velvet, are you all right? Of course I'm all right. I know I'm right. I'm sure of it. This isn't how the village should be. Well, let's stay calm and investigate. I am calm. I'm fine. Really. It didn't seem like that was someone else masquerading as this Nico girl. But if she's the real thing, then something very unnatural is going on. You get me, Rokuro? Yeah, we better keep an eye out. Das denke ich mir auch so. So ist relativ friedlich hier. Ich würde sagen, perfekter Zeitpunkt, Freunde, um mal die Folge zu beenden. Nächster Part dann. Purpurrotes Meer aus Bäumen haben wir bereits in der Folge Nummer 79, kurz oder 80 und so. Ich bin gespannt, was wir hier noch so alles erfahren werden. Ob es uns gefällt oder nicht, ist natürlich wiederum eine ganz andere Frage. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.